nehme vorsichtshalber eine Shotgun mit. Nee, nehmen wir was anderes mit. Okay. Also erstmal moin moin. Moin. Und nehmen wir eine andere Waffe mit, weil Shotgun-Munition haben wir nicht mehr so viel. Ja, ich nehme ja schon hier was für die 9mm. Wir haben uns entschieden, wir fahren mal in die Eisstadt. Gucke mal, was wir da so kaputt machen können. Ja, Eisgebiet. Eisgebiet? Eisgebiet, dachte ich. Also wir wollen ja so ein bisschen Sprit, meine ich. Oder? Wir sind doch auf Sprit aus, oder? Ja, Sprit. Aber ist doch quasi hier diese kleine Vorstadt. Welche? Hier. Ja, aber ich dachte, wir schauen da allgemein so im Eisgebiet. Können wir auch, aber ich fahre da erstmal in die Richtung. Soll ich da mitkommen? Kannst du gerne machen. Na gut. Aber ich fahre andersrum, weil vielleicht finde ich da ja auch noch ein paar Autowracks unterwegs. Okay. Ich fahre so rum. Und, Entschuldige, Katze. Ich muss sowieso Sprit suchen, weil mein Tank ist fast leer. Hm. Ich habe zwar ein bisschen Reserve dabei, aber... Oder habe ich das bei der Kettensäge abgelegt? Ich weiß nicht. Ich auch nicht mehr. Halt! Findlinge. Ja, da kannst du ganz viele zerstören. Ja. Und Tiere bitte auch töten, weil ich bin auf Fett aus. Okay, Fett, Tiere töten. Wenn ich welche sehe, töte ich sie. Supidupi. Oh, warte mal. Den könnten wir rein theoretisch auch Fett geben, oder? Ja. Was? Ah, die geben auch Fett, stimmt. Was hast du Fett jetzt? Und Nitrat. Ich habe da 10 Nitrat gerade rausgekriegt. Was hast du, wie hast du, mit welchem Werkzeug? Hammer? Mit einem Messer. Messer. Nimm mal ein Messer. Oh ja, das ist gut. Nitrat, Gammelfleisch, alles wunderbar. Und Fett auch. Ah, hier in der Kreuzung sind noch 2 Autos. Ja, dadurch, dass wir ja jetzt auf Sprit aus sind und nicht auf Motoren. Und ein bisschen Knochen kriegen wir auch, weil sowas wie Kleber kann man ja auch immer mal wieder zwischendurch gebrauchen, ne? Jo. Oh. Kann man hier auch diese ganz kleinen Blutlachen? Nee, habe ich auch schon probiert. Ah, hier aber sind auch noch einige Autowracks. Vielleicht sollte ich mir mal ein besseres Messer besorgen. Hm. Ich habe mir so ein Stufe 2 Messer. Ja, ich auch. Na, das war klar. Ich schlag daneben und der Zombie trifft. Das alte Spiel. In dem Dorf haben wir auch noch nicht alle Häuser uns angeschaut. Hm. Nee. Ach, da ist einer. Ja, gut. Dann trinke ich erstmal was. Was natürlich sein kann, ist, dass wir die Autos oder die Häuser schon mal durchsucht haben, aber... Aber wir haben nicht alle durchsucht. Nee, das glaube ich auch nicht, aber... Ja, jetzt wo so viele Leuchtezombies kommen, habe ich auch keinen Bock mehr, Häuser zu durchsuchen. Und wenn man mit einem Moped unterwegs ist, sieht man sau wenig Tiere eigentlich, ne? Mhm.
Ah, das Benzinfass ist nämlich mal mit. Stimmt, wir haben doch noch irgendwo so zigtausend Benzinfässer. Aus denen müsste man doch eigentlich Dings machen können. Oh, Wolf. Töte ihn. Oh, er bringt Fleisch. Ja, und Fett. Also Fleisch brauchen wir nicht, aber wir brauchen Fett. Oder ich brauche Fett. Fett für Mathilde. Ja, so schnell. Nee, nicht verbannt. Rexfi hat mich noch erwischt. Oh, hier liegt einfach so ein Vogel tot auf dem Boden. Das klingt nach Gratisfeder, ne? Ja, aber leider habe ich ihn zu spät gesehen. Da hat er sich schon aufgelöst, nachdem ich einmal zugepiekst hatte. So ein unfairer Vogel. Ein UFF. Lassen wir mal lieber. Diese Leuchtezombies habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Ach, ich wollte vielleicht noch mal ein paar weiße Bäume pflanzen, weil ich hatte ja auch überlegt, eventuell meinen Weg nicht nur mit Dings zu pflastern, sondern auch mit weißen Bäumen. Da war ja was. Na, dann macht's den Jesus. Hm? So, ich hab sie umgelegt und sie hängt so wie Jesus am Kreuz. Jesus, Jesus, bist unser Freund. Ich darf nicht singen, du darfst auch nicht singen. Entschuldigung. Mann! Ich war gerade so in Gedanken. Mir fiel so ein alter Song der Doofen ein. Doch, nee, auf Leuchtezombie hab ich keinen Bock. Dann fahren wir wieder. Oh, hier sind noch ein paar Autos. Nett, nett, nett. War ja Polizeistation. Ich glaube, wenn wir zu Hause sind, baue ich uns beiden einfach mal ein Jagdmesser. Ich kann das ja. Das ist gut, dass du das kannst. Hm. Ach komm. Dann haben wir beide eine Jagdmesser Stufe 6. Oh, der wollte unbedingt zu mir. Unbedingt. Unbedingt? Unbedingt. So, das war eine kleine Tankstelle. Da habe ich mal ein, zwei Autos auseinandergenommen. Ein, zwei Zombies kaputtgeschlagen. Und hier müssen wir anhalten, weil hier gibt es ja Fett. Fett das Fett. Ich bin gleich gerade am überlegen, ob ich gleich hier einfach so ein bisschen durch die Gegend wandere und gucke, ob ich irgendwelche Tiere finde.
Kannst du auch machen, klar. Weil ich habe jetzt schon über 1000 Sprit gesammelt. Da fahre ich lieber nochmal zu uns. Hast du auch ein paar Schneebäume? Oh! Schaf! Ich parke. Schaf! Mäh! Parke ich jetzt hier einfach das Auto so. Und dann wandere ich hier einfach durch die Gegend. Vorsichtshalber markiere ich mir das nochmal, wo ich bin. So. Das war laut, ich höre das Tier nicht mehr. Was ist denn hin? Was ist denn hin? Da ist es denn. Nee. Das Tier ist auch direkt in so ein Nest gefallen, so ein Vogelnest. Ganz praktisch. Ja. So, Entschuldigung, was wolltest du sagen? Ich weiß es nicht mehr. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Findlinge. Federn kann man ja auch noch mal mitnehmen. Ja, ja, ich habe auch gerade ein Vernester und dann... Ah, ich sehe gerade einen Wolf, der ist gerade aufgestanden. Kann man lieber fahren? Ja, dann kriegst du aber natürlich keine Erfahrung. Oh, ein Kaninchen. Ob ich das erwische? Psst. Jo, ich hab's erwischt. Scheiß Kaninchen, gib mir doch Fett. Doofes Kaninchen. Gib mir einfach kein Fett. Spielverderber. Oh, ein Schuss, schon tot? Wenn du richtig triffst, reicht ein Schuss. Ich glaube, ich fahre aus dem Schneegebiet raus. Hier macht das Jagen keinen Spaß. Es ist eklig hier. Ist auch Dreckswetter, ne? Ja. Ah, ein Honig aus einem Baumstumpf. Ah, ich glaube, wir hatten doch hier ganz viele Autos kaputt gemacht damals. Ja. Aber hab hier noch eins gefunden. Ich habe auf jeden Fall schon 123 Nitrat gesammelt. Ich nicht so viel. Ja, ich habe auch einige Findlinge kaputt gehauen. In der Bank waren wir auch schon, oder? Ich glaube.
Hier ist ein Schlachter, in dem wir noch nicht drin waren. Ein Schlachter? Hm, Butcher Pete's. Ich glaube, in den hatten wir uns nicht reingetraut. So, hier ist es doch viel netter. Die Vöglein zwitschern. Das ist doch viel netter. So. Hier starte ich. Mit einem Fußmarsch. Sie. Ich muss ja auch irgendwann wieder zurückkommen. Oh! Alter. Kam gerade ein Wölflein um die Ecke. Hier ist schon der zweite Airdrop. Hier sind ganz viele Airdrops zwischen uns. Ja, kannst du ja mal einsammeln. Der eine ist auch im grünen Gebiet. Ach, weißt du was? Ich nehme einfach mein Fahrzeug in die Hand und nehme das mit. Ja, man kann es ja vielleicht gebrauchen für die Rückreise, ne? Ja, muss ich vor allem zum Fahrzeug nicht zurücklaufen, wenn ich irgendwo mitten in der Pampa einfach keine Lust mehr habe. Ja. Das ist voll klug. So. Gucke ich mir hier die Scheune an, weil hier... Oh, hier sind voll viele Leichen. Also diese... zum Zerhacken, diese Gedärme. Ja, die hatten noch mal so ein Haus gefunden, da wurden das Menschenfleisch gemacht, ne? Ja, da bin ich gerade. Oh, da kannst du ganz viel auseinandernehmen, ja. Wir randalieren, wir fahren mal lieber. Aber da sind bestimmt wieder fiese Zombies drin, weil wir waren hier schon lange nicht mehr. Das kann sein. Die kommen ja irgendwann wieder. Richtig. Ich schaue mir das hier einfach vorsichtig an. Die Menschenschlachterfarben 2.0. Ich liebe es, wenn ein Kopf explodiert. Ja, das macht immer, ja. Es erweckt Freude in mir. Also ich könnte dir schwören, hier waren mal bei Shotgun Messiah. Aber da ist die Tür noch heile. Ah, wir sind bestimmt durchs Fenster gegangen. Das ist durchaus denkbar. Ein totes Kaninchen. Moment mal. Ich habe andere schon mal drin. Wieso sind die Fenster zu? Ah, hier sind die Fenster offen. Yeah, da sind wieder neue Wildschweine. Hey, ich frage mich nur, ob die Autos auch wieder spawnen. Bis jetzt sind noch keine neu gespawnt. Naja, oder wir haben es nicht mitgekriegt. Das kann auch sein.
Ah, scheiße. Aua, du wirst Wildschwein. Auf der Farm gibt es auf jeden Fall viel Fett zu holen. Das ist super, brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Ach, leck mich, ich bin weg. Wo ist mein Moped? Warum parke ich so weit weg? Ja, Moped wäre eine gute Idee gewesen. Nicht dran vorbei? Moped! Scheiße, nimm die Pistole, nimm die Pistole! Ah, wieso ist mein Moped jetzt weg? Scheiße. Autos. Heile Autos. Die nehmen wir nochmal mit und dann fahren wir zu einem Erdrop. Das war aufregend. Oh. Hab ich denn das kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Das Auto war wahrscheinlich mit dem Zaun verbunden und ich habe halt das Auto kaputt gemacht und ist der Zaun eingekracht hier. Hm. Bei so einem Wasserkraftwerk. Oh, Spinne! Oh. Spinne? Ach so. Aber ein Schuss und die Spinne war tot. Ja, ich musste gerade. Ich dachte gerade wirklich an eine Riesenspinne oder sowas. Nein, keine Spinnenspinne. Eine Zombiespinne. Puh. Aber ich habe schon ganz, ganz viel Fett. Machen wir mal die Klappe zu. Nehme ich gleich die Pistole. Was für ein Meisterschuss. Ein Footballspieler gleich erstmal das Hirn weggeballert. Da hat der Helm nichts gebracht, hä? Nee. Oh, hier ist schön viel zum Zerlegen. Aber erstmal muss ich mich um die Zombies da drüben kümmern. Oh, noch ein Läufer. Ah! Geh weg! Ist das aufregend hier? Mann. Ich glaube, du musst hier nochmal morgen mit mir zusammen herkommen. Das schaffe ich nicht alleine. Hier ist so viel.
Boah, die Pillendosen sind hier auch nochmal neu. Ich komme hier morgen lieber nochmal hin. Aua! Morgen ganz in Ruhe komme ich hier nochmal her. Ins Schlachterhaus, ja? Genau. Ich weiß nicht, ob du mitkommen möchtest oder auch nicht. Ja, machen wir mal kurz zusammen. Lässt sich auf jeden Fall noch einiges holen. Oder wiederholen. Dann gibt's morgen das Schlachterhaus 2.0. Nee, ich denke mal, Großteil wirst du jetzt schon gekillt haben, oder? Ich bin nur einmal kurz in den Eingangsbereich rein. Da dürfte noch einiges auf uns warten. Die kleinen Baumstümpfe, die gaben doch immer irgendwas, oder? Ja, da kriegst du zum Beispiel Honig raus. Wenn ich die kaputt mache? Ja, nicht immer, aber du kannst da auch Honig kriegen. Okay. Dann habe ich jetzt halt Pech gehabt. Schaufel habe ich jetzt nicht mitgenommen, ich Dummi. Hätte ich mir könnte ich in der Zeit noch graben, bis du wieder da bist, mein lieber Heinrich. Deiner lieber Heinrich, schalalalala. Hör auf zu singen. Ich sagte nur, dass du ein kleiner lieber Heinrich bist. Schade, dass hier keine Brücke ist. Dann bau doch eine bei Gelegenheit. Der Weg ist schon da, bloß die Brücke nicht mehr. Hm. Obwohl, der Weg endet da auch irgendwo im Wald. Ist da vielleicht was Tolles? Geh doch mal nachschauen. Nö, ich fahre jetzt nochmal zurück und hole mir den anderen Airdrop. Okay. Auf der Rückfahrt. Kann ich hier irgendwie querfeld einfahren? Versuchen wir es einfach. Mach. Ja, mach ich auch. Sehr schön. Ja. Fackeln, 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 fackeln. Da brauche ich meine kleine Schaufel. Zack. Kleine Schaufel für Mathilde. Damit die Tilde. Du singst gerade. Nee, ich sing's gerade.
Was machst du gerade, Heinrich? Ich fahre mit dem Moped hier durch die Wildnis. Oh. Ich glaube, ich bin an einem Wolf vorbeigefahren. Also ganz ehrlich, die Dinger lohnen sich nicht mehr. Welche? Ja, die Airdrops. Es gibt nur Futtern. Das eine, was gerade vielleicht gut war, war ein Antibiotika und das war's. Hm. Das ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Jo. Ja, die sind halt dann nicht mehr so wichtig wie... Ja, Essen haben wir ja nun echt kein Problem mehr mit. Munition wäre halt schön gewesen. Ja, Munition wäre cool. Aber du bist ja unser Munitionsmensch. Jo, Mensch. Aber da du jetzt so viel mitgebracht hast, kann ich ja nächsten Tag noch ein bisschen Munition in Auftrag geben. Hm? Vorrangig mache ich dann erstmal nur Schrot. Okay. Voll gepackt mit vielen Sachen. Ah, nee, nicht singen. Ich bringe mal meinen Einkauf gerade mal rein. Mhm. War mal so in Einkaufsladen. Mal was ein bisschen eingekauft. Warst du in Shopping-Laune? Ja, aber. Ah. Warum komme ich da jetzt nicht mehr hoch? Weil du nicht springen kannst. Also sonst würdest du ja hochkommen, wenn du springen könntest. Ja, ich springe ja, aber er will nicht weiter. Musst du mit Anlauf machen. Ja, mache ich ja, aber er macht trotzdem nicht weiter. Keine Lust. Oh, komm. Gott schuf Frames. Genau für solche Momente. So. Gerade so viel Fett hatte ich gar nicht mitbekommen. Boah, ich habe eine ganze Menge, also es hat gereicht, dass ich mir jetzt 54 Fackeln machen konnte. Okay. Ah, du bist durstig. Ich trinke Flüssigkeit. Schluck, ja, dann Schluck, mach das doch mal. Dann mach ich auch. Ja, ich bin mal gespannt. Ihr habt es ja
gar nicht gesehen gehabt. Ich habe das erste Mal meinen Superkorn geerntet. Das heißt, nächstes Mal habe ich so viel Superkorn, dass ich vielleicht damit mal was kochen kann. Und ich bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommt. Superkorn. Super Wildbreteintopf oder so. Ja, wahrscheinlich. So voll der Mega-Wildbreteintopf. Keine Ahnung. Ich bin da auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf.